Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wins and Fails, wieder mit Diamond Wings. Wir machen mit beim Goldblatt-Championat, da bin ich ja nicht so gut drin, mal schauen wie es läuft. Ihr kennt es, ich mache einen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn es losgeht. So, und los geht es! Oh je, oh je, oh je, direkt den Start schon mal ein bisschen versaut. Kann das sein, dass die Quinn... Ja, die Quinn nutzt den Speedbug. Das Pferd buggt ultra rum. Und ihr seht auch, dass es schneller läuft. Also die wird definitiv gemeldet. Das ist eindeutig. Bislang habe ich noch niemanden gesehen, der den Speedbug nutzt. Das ist aber gerade eindeutig. Denn sie ist viel schneller und ihr seht, das Pferd ist auch nur am Hin- und Herbuggen und Lenken und zappelt ultra mit den Beinen rum. Also jetzt, das habe ich jetzt auch als Videobeweis. Das wird definitiv so dem Star Stable Support gemeldet von der Quinn. Mit Videobeweis. Können Sie sich angucken gerne. Das ist extrem unsportliches, unfaires Verhalten und ich bin persönlich dafür, dass sowas auch mit längerer Sperre bestraft wird. So. What the hell? Es ist aber neu, dass das so krass leuchtet. Ja, bislang bin ich jetzt gar nicht so schlecht durchgekommen, auch wenn ich relativ weit hinten bin. Aber das war gerade ein sehr, sehr eindrucksvoller Beweis davon, wie man extrem krass betrügt in Championaten. Und wie gesagt, wie heißt sie? Quinn Lightning Home. Die wird definitiv dem Support gemeldet. Das geht überhaupt gar nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Wenn man den Speedbug nutzt, um ein bisschen rumzublödeln, das ist die eine Sache, um zu betrügen. Und andere Spieler mit betrügerischen Absichten schlecht dastehen zu lassen, das ist eine Sache, die geht überhaupt gar nicht. Und von mir gäbe es da definitiv eine sehr, sehr saftige, dicke Strafe. Fühlt euch frei, ebenfalls was dazu zu schreiben. So, aber hier komme ich jetzt zum Beispiel gerade mit dem Lippi überhaupt wieder nicht hinterher. Und das, obwohl die da vorne alle normal, also von denen hat jetzt keiner den Speedbug. Das ist ja klar. Da sieht man ja, die reiten ja alle ganz normal. Aber ich komme nicht hinterher und ich habe alles drauf, was gut ist. Aber da ist die Quinn eben sogar noch hängen geblieben. Das hat ihr nicht mal was gebracht. Aber sie ist trotzdem jetzt schon deutlich vor allen anderen. Guck mal, die ist jetzt im Ziel, jetzt kommt erst die zweite. Also das ist eine Sache, liebe Leute, das geht überhaupt gar nicht. Und da wird die hoffentlich ihre Quittung für bekommen, die gute. Das ist, ja, ich bin gerade ein bisschen verblüfft. Aber mein Gott, gut, dass ich hier mitgeritten bin. So haben wir es live, bunt und in Farbe auf Band für die Ewigkeit im Internet archiviert. Da bekommt man dann eventuell ein Problem, wenn man öffentlich beim Betrügen erwischt wird. So, wer hat mitgemacht? Die Isabella Dogbridge, die Sophia Snowgarden, die Olivia Waterhome, die Lina Summer Knight, Marie McFoot, dann Justine Slow Knight, Anouk Yellow Hurricane, Mira Queenfoot, dann reihe ich mich ein. Auf dem nächsten Platz Nina Masterhill, Sandra Swiftpaw, Ariana Pinetree, Jana Winter Valley und ich gratuliere den drei Besten der Susanne Sea Daughter auf Platz 3, der Petra Flowerweb auf Platz 2 und die Julie Gray Hurricane auf Platz 1. Und ja, ich weiß, dass ich jetzt die Plätze vorgegriffen habe. Für mich ist der erste Platz nicht gegeben, denn das ist einfach nur betrogen, belogen und ercheatet und gehört absolut nicht unterstützt. Deswegen herzlichen Glückwunsch an die drei Besten, Susanne Sea Daughter, wie gesagt Petra Flowerweb und der Gewinnerin, der Julie Gray Hurricane. Okay, ihr Lieben, das war's für die heutigen Wins and Fails. Meine Stimme hat auf jeden Fall gefailt. Und ja, morgen kommt dann die Postfolge und die Update-News. Bis dahin. Tschüss.